Willkommen zum ersten öffentlichen Tag auf der Gamescom 2018. Bei uns dreht sich heute alles um die Spiele. Wir stehen hier gerade beim Stand von Bethesda. Hier kann man sich Fallout 76 ansehen oder auch diverse Spiele anspielen, zum Beispiel Rage 2. Und natürlich fangen wir uns auch ein paar Stimmen zu den Spielen ein. Hier jetzt gerade zu Rage 2. Du hast es gerade gespielt. Wie ist der erste Eindruck? Ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ein bisschen schneller als der erste Teil. Grafik sah super aus. Natürlich auch schöne PCs hier am Start gewesen. Hat viel Potenzial. Ich freue mich, wenn es rauskommt. Du hast gerade Sekiro gespielt. Wie war der erste Eindruck? Ziemlich cool eigentlich, also gerade für Leute, die From Software Spiele mögen, wird es wahrscheinlich auch wieder sein, dass die sich auch dafür interessieren und ja. Kampfsystem gut? Ja, also erinnert an die Souls-Reihe auch, aber doch wieder mit so Eigenheiten im Prinzip ähnlich wie bei Bloodborne auch. Es war sehr ansprechend, die Grafik, aber nicht nur die Grafik war da sehr besonders, sondern vor allem auch so etwas wie der Kampf, der ist nicht ganz klassisch gehalten, sondern eher einmal in Richtung, wie man es so wie so ein Assassinen-Stil hat, plus, dass es nicht auf weniger auf Leben geht, sondern eher auf dem Gegner die Defensive zu nehmen. Also ich bin ein paar Mal gestorben, aber der Vorteil an dem Spiel ist, man stirbt nicht direkt, sondern man hat auch die Möglichkeit wieder zu kommen. Deswegen auch der Titel Shadow Die Twice. Ich habe Destiny gespielt, Forsaken, war nicht schlecht, also ich habe schon online mir mal angeguckt und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Grafik war super, also hat bisher noch nie enttäuscht bei Destiny. Alles war super, die neuen Superangriffe haben mir auch sehr gut gefallen, der neue Modus, der war top, also ich freue mich schon, ich habe auch schon vorbestellt. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Tatsächlich Assassin's Creed, wegen diesem griechischen Setup, ich liebe dieses Spartaner-mäßige, da bin ich schon ziemlich hyped drauf. Tatsächlich. Und es ist natürlich grafisch auch ein bisschen opulenter. Geht ja voran, oder? Muss ja. Muss ja. Ich freue mich mega drauf. Also. Ich habe Assassin's Creed Odyssey gespielt und es sieht echt geil aus bisher. Also ich hatte nur einen kurzen Eindruck, aber ich freue mich drauf. Das heißt, ich höre schon so raus, du hast den alten Teil auch gespielt oder einen der älteren Teile? Ich habe die meisten der alten Teile gespielt, aber nicht alle. Die kleinen Mobiles meistens nicht. Ich habe gerade Division 2 gespielt und ich muss sagen, das Spiel ist echt gut. Grafisch sowieso eines der besten Spiele, finde ich, die es gibt. Und auch spieltechnisch sehr gut. Hat sich gut weiterentwickelt im Vergleich zu Teil 1 und macht da einfach mega Spaß zu spielen. Ich freue mich auf März. Und auch in dem heutigen Video wieder der Hinweis. Wir verlosen eine RTX 2080 Ti unter allen Kommentatoren unter unseren Gamescom-Videos. Alles, was ihr tun müsst, ist unsere Frage beantworten. Welches Spiel feiert ihr auf der Gamescom 2018 am meisten? Und vergesst bitte auch nicht unseren Hashtag GraphicsReInvented. Ich habe Battlefield 5 gespielt und der Eindruck war echt gewaltig. Also es hat Spaß gemacht. Ich konnte einen V1-Schlag anfordern, das war echt cool. Das ist mal ein anderes Spielerlebnis. Also ich finde, dass die Frostbite Engine schon was zu bieten hat. Und jetzt so diese Schneelandschaften, die ich da gesehen hatte, hat mich vollkommen überzeugt. Ich fand es wirklich gut. Also allein die Zerstörungseffekte und die Grafik war super. Also ich gebe zu, ich bin jetzt nicht der allergrößte Battlefield-Spieler, wurde gut über den Haufen geschossen, aber mein unser Kollege hat auch mal die V1-Rakete angeholt, hat schon gut reingehauen. War super. Was hast du gerade gespielt und wie hat es dir gefallen? Ich habe nur das neue Three Kingdoms gespielt und es hat mir eigentlich schon gut gefallen. Ich habe es jetzt erstmal auf normal gespielt, das fand ich fast zu einfach. Aber ich wusste jetzt nicht, wie das Spiel sich jetzt entwickelt, was ich da jetzt machen muss, deswegen. Aber ich kann mir schon vorstellen, es mir zu holen. Das
So I just played Metro Exodus, and it was an absolutely fantastic game. It's completely different if you play the original. There's no longer a linear path to the game. You're actually exploring an open world, so you can kind of complete the missions any way you want. You can explore different avenues, and they've really sort of changed the enemy styles as well, so you're no longer exploring underground. We were in this sort of countryside retreat on the coastline, and there were the enemies were wearing like these sort of deer outfits, and they all had crossbows. So there was a real theme going on there. And how do you feel about the graphics? Oh, the graphics were a massive improvement. I guess you guys are working on the graphics. So yeah, I thought they were fantastic. The water effects and the visuals of the game were also a big improvement as well. Und das war's schon wieder für heute von uns von der Gamescom. Gerne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Zocken.